Soll ich dir sagen, wie es nicht mehr wehtut? Erzähl. Du nimmst das Schmerzpony und drückst es ganz fest. Ja, okay. Super. Und geht doch gleich besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hi Leute, ich bin auf der Tattoo-Convention in Berlin zwischen bösen Rockern, ehemaligen Knastis, Ganoven, Gangstern, tätowierten Ludern, also überall, hier geht's richtig rund. Und, tut weh? Gar nicht, überall. Ich sei mal ehrlich. Tut weh wie Sau, aber es lohnt sich. Also ich habe noch nie so einen lohnhaften Schmerz gehabt. Noch nie? Nein. Also macht's doch ein bisschen geil. Auf jeden Fall. Und wie lange wird's noch dauern? Macht der die denn, wenn ich mal gucken darf? Oh, Blut, ich kann kein Blut sehen. Der muss mir sagen, weil ich kein Blut sehen kann. Ja, das ist doch normal, dass es blutet. Ja, ja, aber ich kann kein Blut sehen, sonst wäre ich Arzt geworden. Gibt's ein Tattoo mit Jugendsünden? Ah, genug. Ja, dann zeig mal ein paar. Komm, hol mal raus. Ich hab keine da. Also habe ich kein Unterhöschen an, deswegen. Ja, egal, wir sind hier locker, ja. Ich vertrag viel. Oh, Blut, ich kann kein Blut sehen. Hallöchen, und? Tut's weh? Ist okay. Ist okay? Und wie lange wird's dauern? Oh, ich denke mir vielleicht noch eine Stunde. Aber du hältst es durch? Ja, natürlich. Ja? Da kriegst du auch eine Belohnung für, dass du es durchhältst. Dafür, dass du heute ganz stark und mutig warst. Dankeschön. Danke dir. Super. I have for you. Now you look like every kid who loves you. Hier und nicht auf Wacken? Nee, hier. Wieso nicht? Was hier geiler ist. Ja. Wir suchen Tattoos, die man bereut. Haben Sie eins? Nee. Kein Tattoo, wo man sagt? Kein Tattoo, nee. Und ein besonderes Lieblingstattoo mit einer wunderschönen Geschichte? Ja, das möchte ich jetzt nicht zeigen, das auf meinem Gesäß. Was ist denn da drauf? Ein Döner mit Ayran. Nein. Ja, das Nein. Ist im Internet. Musst du nur bei Google eingeben. Ah, zeig mir doch mal. Nee. Bitte. Nee, nee. Wir gehen auch hier in eine Ecke, da wo keiner was sieht. Das kannst du bei bitte, Google sehen. Bitte. Nee, nee. Okay, dann dürfen wir das bei Google einblenden, ja? Ja, alles klar, Döner mit Ayran. Und wieso? Das ist eigentlich eine Wette gewesen und... Ja, ja, und verloren. Kumpel ist 3 Monate, nachdem es gestochen worden ist, er verstorben. Oh, und das ist eigentlich ein gutes Erinnerungstattoo. Aber wie weit waren die Wette? Ja, ich habe irgendwann gesagt, ich würde einen Hotdog, Bratwurst oder einen Big Mac tätowieren lassen. Und mein Kumpel ist Türke gewesen und hat gesagt, wie sieht's mit Döner und Ayran aus? Ey Leute, das ist doch mal eine richtige Freundschaft. Ja, so muss es sein. Jetzt legen wir mal los. Rücken, okay. Was soll das? Also das ist ein Totenkopf. Was steht da drüber? Vini Vidi Vici. Die Würfel sind gefallen. Noch immer. Ist es nicht Vini Vidi Vici? Die Würfel sind gefallen? Ja, ja, ja. Ja, Julius Caesar. Hallo. Ich habe mal eine Kurzfrage. Was machen Sie denn auf der Tattoo-Convention? Weil Sie sehen jetzt nicht so tätowiert aus. Sind wir aber. Sie sind tätowiert? Nein. Ja. Jana Noel. Wie alt waren Sie bei mir Ihrem ersten Tattoo? 60. Wie geil. Das freut mich schon nach. Dafür Respekt. Dankeschön. Und wir gehen weiter. Danke. Möchtest du ein T-Shirt geschenkt haben? Willst du mir ein T-Shirt schenken? Nein, das ist schmarotzerhaft. Aber möchtest du ein T-Shirt geschenkt haben? Welche Größe hast du? Aaron? Ich habe L. Die haben wir gerade nicht da. Aber wir brauchen mal jemanden mit tätowierten Armen, der nicht besoffen ist. Kann so ein Tätowierer, wenn er sagt, so ein Arschkunde drücke ich richtig auf und so ein netter, da mache ich Sachen? Wenn ich jetzt ganz doll jammer, dann wird es noch viel schlimmer. Ja? Ja. Hast du nicht vorhin, als ich dich getroffen habe, gesagt, dass er eigentlich gar nicht so gut tätowieren kann und immer so? Du bist aber komplett zugehackt, oder? Nein, noch nicht ganz. Ja, aber schon. Ich habe noch so ein paar Stellen frei. Was kostet denn der Körper? Also, hast du ein Tattoo, was du bereust? Nein. So nicht irgendwie so ein Arschgeweih, wie früher alle hatten? Nein. Zum Glück. Hattest du ein Arschgeweih? Ich hatte keines, nein. Cool. Arschgeweih war für Pussys. Um hier noch seriöser zu wirken, habe ich nicht nur das Tattoo, nein, ich mache mir jetzt noch ein neues. So Leute, was haltet ihr von meinen Tattoos? Würde mir sowas auch in echt stehen? Also wenn ich mich wirklich tätowieren lassen würde, schreibt es in die Kommentare. Mich würde interessieren, ob es mir steht. Weil und seid ehrlich, nicht, dass ihr jetzt sagt, alle, hey, sieht super aus. Und am Ende sieht es total kacke aus und meine Mutter schlägt mich. So, und jetzt bin ich einer noch mehr drin. Es geht weiter. Hier sind die Damen und Herren von Berlin Tag und Nacht und suchen gerade neue Schauspieler. Hallo, ich würde gerne bei Berlin Tag und Nacht mitmachen. Ja, da musst du mal hier so einen Zettel ausfüllen und dann lade ich dich ein zum Kopf. Ich habe schon mal mitgemacht. Ja, dann bist du ja schon mal. Ja, aber mich komplett rausgeschmissen. Das kann ja nicht sein. Doch, rausgeschnitten. Ganz gemein. Das kann sein, ja. Dann war es eine gute Note. Nein, Quatsch. So, was muss man denn für Berlin Tag und Nacht mitbringen? Sich selbst und gute Laune. Ja? Ja. Klar. Und was verdient man da so? Ich will ja reich werden. Das darf ich dir leider nicht sagen, das sind Betriebsgeheimnisse.
Mehr als ein Autoverkäufer? So mehr als 1000? Also, mehr als 2000? Nur ein Blinzer reicht. Okay. Ich habe ja auf meinem YouTube-Channel demnächst das Berlin Tag und Nacht Kompetenzteam. Hast du? Ja, da werten wir alles auf, was bei Berlin Tag und Nacht passiert ist. Echt? Ja. Musst du mir mal aufschreiben, dann müssen wir das mal bewerten, was du da machst. Ja, könnt ihr machen. Ich gebe dir gerne den Link. Und Leute, wenn ihr Ahnung von Berlin Tag und Nacht habt, schreibt mir in die Kommentare, dann lade ich euch mal zu mir ins Spielezimmer ein. Und dann könnt ihr mal mitdiskutieren über Berlin Tag und Nacht. Wie viele Tattoos haben sie denn? Oh, ich weiß nicht. Alles ein Tattoo. Alles ein Tattoo? Und was kostet der Spaß? Oh. Mittelklasse waren. Und jetzt noch eine Frage, wie alt sind sie, wenn ich fragen darf? Ganz ungeniert? Privatier. Also ich würde jetzt tippen, ohne dass ich eine Kelle kriege, 60. Nee. Drüber oder drunter? Drüber. Wie alt ist er denn? 65. Und du, Jugendtattoo, für was du dich schämst? Ich bin jetzt ein Rentner. Respekt, Glückwunsch, muss ich ausleihen. Keine Jugendsünde? Ich schäme mich für gar nichts. Nee? Ich habe alles überdeckt, von früher alles neu gemacht. Was war denn da früher drauf? Alte Hunde, kleine Rosen, doofe Kreuze. Also alle Jugendsünden, wenn man voll ist, was man sich so selber gestochen hat. Nee, voll war's. Wo wir 13, 14 waren, fand man ja toll damals. Selbst tätowiert? Nee, da haben wir Leute gesehen, die waren jetzt tätowiert. Und haben wir Eindruck gemacht. Da haben wir gesagt, okay, machen wir auch mal mit 13, 14. Sah nicht sehr vorteilhaft aus. Und jetzt sieht's aber gut aus. Ja, immer so eine Sache. Ja? Eikalte? Ja. Schöne Handtätowierung aus Samoa. Und schön nach Tahiti geflogen. Nach Tahiti geflogen, nur zum Tätowieren? Naja, zur Ausstellung damals. Die erste war ja vor 5 Jahren in Tahiti, da haben wir dann uns zum Besten für die Alten. Ach, ihr kennt euch? Nee, wir nicht. Ist hier so ein großer Jugendclub? Nein, das ist ja die Szene. Und die Szene verkehrt ja miteinander auf den Ausstellungen. Ein Gesehen und Gesehen werden. Ach so, wieder was gelernt? Nase nicht unheimlich weh? Nö. Gar nicht? Nö, warum soll das wehtun? Wieso nicht? Das sieht schmerzhaft aus. Nö, wieso? Da ist da bloß ein Tunnel drin. Guck da. Ach, oh, billige Zaubertricks. So, Leute, was denkt ihr, was dieser junge Herr von Beruf ist? 5 Sekunden Zeit zum Raten. Und, was bist du? Klar, in die Bäude rein, ja, gelernter. Und wo? In Düsseldorf. Oh, da sind die Reichen und schön. Ja, und da, ich hab noch nie Theater gehabt deswegen. Noch keiner hat gemeckert deswegen? Im Gegenteil, in Büros wurde ich so fotografiert. Ich hab hier so eine kleine Fee und die klebe ich dir einfach hier rauf. Und da siehst du gleich viel freundlicher aus. Wunderbar, wird mir Tochter sich freuen, wenn sie das sieht. Ey, das ist ein Gameboy. Geil. Welches Spiel ist denn drin? Welches Spiel? Tetris. Tetris, ja. Ey, musst du noch rufen, mal. Ey, wie geil. Tut's doll weh? An der Stelle hier unten, ja. Ja? Ansonsten geht's. Ja. Soll ich dir kurz was geben, damit du dich festhalten kannst beim Schmerz? Aber mache ich doch hier die ganze Zeit. Ach, guck mal, ich habe was dir viel mehr Spaß machen könnte zum Festhalten. Das ist extra, wenn's weh tut. Das ist natürlich genial. Sag mal, kann ich dich was fragen? Hast du schon mal jemanden, so Beziehung, hier einen Namen vom Partner tätowiert? Nee. So eine Scheiße, würdest du sowas machen? Nein. Würdest du meinen Namen tätowieren lassen? Aaron, hier rüber? Sag mal, wie viele Piercings hast du denn? Ich habe 453 Piercings. Hast du nicht Probleme am Flughafen? Nein, ich habe keine Probleme am Flughafen. Nee, wieso? Nimmst du? Piercings werden nicht erkannt am Flughafen. Ach so! Piercings werden nicht erkannt? Nein. Jetzt habe ich eine ganz krasse Frage. Was ist denn mit den Hörnern? Das sind Silikonimplantate. Also was die anderen im Möpse machen, hast du hier oben drin. Darf ich die mal anfassen? Ja, kannst du an der Hand machen. Ach, oh, oh. Das ist ja tut es nicht weh? Ey, das ist nein. Kann man auch. Ich nicht drücken. Vielen Dank. Also Leute, das war die Tattoo Convention 2013, ja. Also das hier zum Ende hin war der Hammer, ja. Optisch grandios. Und bis zum nächsten Mal. So Leute, ich bewerbe mich jetzt doch nochmal bei Berlin Tag und Nacht, ja? Oder nee, wisst ihr was? Ich melde meinen Kumpel Benny bei Berlin Tag und Nacht an. In der Zeit habt ihr die Chance noch zu gucken, wie ich auf der Juhu da ein bisschen Unfug gemacht habe oder wie ich meinen Kumpel Bud Spencer getroffen habe. Klicken, kommentieren, abonnieren, bei Facebook teilen und immer ganz wichtig, sagt mir eure Meinung. Und jetzt mache ich mal meinen Kumpel Benny für Berlin Tag und Nacht klar.